Verehrte Damen und Herren, unter dem Motto Nie wieder Diktatur in Deutschland haben wir uns heute hier versammelt. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Damit ist der 8. Mai der Tag der Befreiung von der Diktatur des Nationalsozialismus. Der Freundeskreis Deutsche Einheit e.V. als Veranstalter und die Fristo Stiftung als Schirmherr gedenken an diesem Tage in besonderem Maße der Opfer. Unser Verein und auch die Fristo Stiftung tragen in ihren Statuten den Leitgedanken, die Demokratie in Deutschland zu stärken und die Lehren aus der Geschichte an nachfolgende Generationen weiterzutragen. Demokratie ist kein Selbstläufer. Demokratie muss jeden Tag neu erkämpft und gelebt werden. Der Freundeskreis Deutsche Einheit ist stolz auf die Errungenschaften unserer freiheitlichen Demokratie. Genauso stolz sind wir als Verein auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der politischen Bildung durch Zeitzeugenvorträge an vielen Mittelrealschulen, Gymnasien, staatlichen Berufsschulen und Fachakademien in ganz Bayern. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit der Hans-Seidel-Stiftung, den Gedenkstätten in Berlin-Hohenschönhausen, Dresden und auf das heutige erste Gemeinschaftsprojekt mit der Fristo-Stiftung. Wir wollen diesen 8. Mai zum Anlass nehmen, allen demokratischen Menschen aufzufordern, gerade jetzt in nicht ganz einfachen Zeiten gegen jede Form von Extremismus, Antisemitismus und Rassismus zusammenzustehen. Begrüßen Sie mit mir als Schirmherr von der Fristo-Stiftung Andreas Brügel, den ersten Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages und Direktor der Bayerischen Gedenkstätten, Karl Freller. Und im ganz besonderen Maße unseren Ehrengast, den Holocaust-Überlebenden des KZ Dachau, unseren Freund aus Israel, Abba Nauer. Lieber Abba, bitte berichte uns nun aus deinem Leben. Vor ein paar Tagen habe ich zwei Gentlemen getroffen, wusste nicht, was wollen die von mir. Aber lange hat das nicht gedauert. Nach ein paar Minuten war es Liebe auf den ersten Blick. Der eine, mit dem habe ich viel Gemeinsames. Wir waren beide eingesperrt, obwohl wir nichts schuldig waren, an gar nicht. Ganz normale Bürger in unseren Ländern. Der andere, eine Stiftung hat er gegründet. Wurde ja nicht gezwungen worden. Wahrscheinlich ist es ihm gelungen im Leben. Und manche bleiben auch dann Menschen. Und er dachte, ich habe ja was errungen, warum nicht teilen miteinander? Na, solche Menschen konnten nicht Nein sagen und hierher kommen. Weil eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse überhaupt. Aber nachdem ich diese zwei getroffen habe und lange mit ihr geredet, konnte ich nicht Nein sagen. Ich weiß nicht, ob mein Leben so interessant ist, aber es war ein langes Leben, den ich gelebt habe. 93 werden ist gar nicht so einfach. Passt auf, Kinder, wenn ihr älter wird. Es ist nicht einfach, aber es ist angenehm. Weil das andere ist nicht so angenehm. Das Gegenteil vom Leben. Als 13-jähriger Junge wurde ich schon in ein Lager gesteckt. Und erst nach 4 langen Jahren, als 17-Jähriger bin ich befreit worden und ich muss sagen, damals war ich wirklich ein alter Mann. Heute dagegen bin ich noch jung. Na, wie lebte man 4 Jahre in verschiedenen Lagern und überlebt?
Wie war es damals, ein Kind zu sein, beraubt? Wir wussten, dass wir zum Tode verurteilt sind. Wir wussten nur nicht, wann. Nach 4 langen Jahren in verschiedenen Lagern, als 17-Jähriger, habe ich gemerkt, dass eigentlich bin ich allein auf dieser Welt. Und wieder probieren, ein normaler Mensch zu sein. Wir waren eine normale Familie in Litauen, ein kleines Land in Europa, einer der baltischen Länder. 3 Brüder waren wir zu Hause. Mein älterer Bruder war 14 Jahre alt, wenn er erschossen wurde, weil er hat Brot eingekauft, man dürfte nicht. Mein kleiner Bruder mit 5 Jahren und meine Mutter 38. Erst 1944 sind sie in Auschwitz vergast worden. Wie ich am Leben geblieben bin, ein Zufallsache. Man konnte damals nicht wählen. Entweder ist man verhungert, oder wenn man nicht mehr arbeitsfähig war, ging man ins Gaskammer. 12 Stunden Arbeit als Kind eigentlich. Verpflegung fast null. Erst nach 12 Stunden, wenn wir kamen zurück von der Arbeit, diejenigen, die zurückkamen, weil manche sind manchmal nicht zurückgekommen, bekamen wir eine Suppe und eine Scheibe Brot. Manchmal war auch eine Dreierkäse dabei. Ich rede nicht um die Umstände, in die wir gelebt haben. Sich waschen war nicht an der Tagesordnung. Wir lebten in solche, es wurde genannt Baracken, aber das waren solche Erditen. 50 in eine kleine Erdite, für jeden ungefähr 30, 35 Zentimeter, mehr brauchte man nicht. Wurden besucht von Läusen dauernd. Und wer nicht gestorben ist von Arbeit, ist gestorben von Typhus, weil er die Läuse haben Typhus gebracht, oder verhungert worden. Wir wussten, dass wir zum Tode verurteilt sind. Aber ich muss sagen, gerade damals, in diese Umstände, in die wir gelebt haben, man wollte nicht sterben, man wundert sich, dass Menschen nicht Selbstmord begangen sind. Ich werde immer gefragt in den Schulen, haben Sie gedacht an Selbstmord? Nein, ich habe nie gedacht an Selbstmord. Obwohl ich wusste, dass ich zum Tode verurteilt bin und habe auch gesehen, jedes Mal, wenn man aufgestanden ist, der Nächste neben dir war schon nicht mehr am Leben. Aber Selbstmord? Niemals. Ich habe niemals aufgegeben. Deswegen wahrscheinlich bin ich 93 geworden. Vielleicht werde ich auch 94, ich weiß es nicht. Ich habe mich vorgenommen, die letzten 20 Jahre oder ein paar Jahre mehr vielleicht, was ich erlebt habe, kann nicht einfach mit mir zusammen von dieser Welt verschwinden. Und danke der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, ohne diese Hilfe hätte ich es nie machen können, bin ich fast jeden Tag in einer Schule, in einer Universität, bei der Bundeswehr, egal wo, und erzähle meine Geschichte. Weil, wie ich schon sagte, was ich erlebt habe, darf nie vergessen werden. Es ist zwar dieser Buch rausgekommen, aber da hatte ich viel Druck von jemandem. Du musst auf die Papiere aufgeben, was du erlebt hast. Weil ich glaube nicht, dass es so interessant ist, sowas zu lesen. Schöne Dinge gibt es hier nicht. Es gibt hier nur die halbe Wahrheit. Weil wie es wirklich war, Kinder kann es nicht zumuten, mit was ich erlebt habe. Die Wahrheit muss ich sagen, ich habe gedacht, nach dieser Befreiung und diese alle Jahre, jetzt leben wir in freie Länder, es gibt mehr keinen Fremdenhass, keinen Antisemitismus. Leider
ist es nicht ganz so. Ich kann nicht verstehen, heute Menschen wissen ja, wie es damals war. Und was ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch? Ob es Jude oder Deutscher oder Franzose oder Muslim. Ich bin auch gefragt immer, ob ich ein gläubiger Jude bin. Ich muss die Wahrheit sagen, ich beneide jeden, der gläubig ist. Weil ich weiß, mit Glaube ist viel schöner zu leben. Aber wie kann ich gläubig sein? In wem soll ich glauben? Wo war mein Gott, wenn ich ihn gebraucht habe? Manchmal habe ich raufgeschaut nach oben und gefragt, hey, wo bist du? Er war nicht da. Vielleicht war er in Urlaub auf Mallorca. Aber in den Außenlagern von Dachau war er nicht da. Und trotzdem habe ich den Glauben in Menschen nicht verloren. Wir haben alle Recht, auf dieser Welt zu leben. Wir kommen eines Tages und eines Tages gehen wir weg. Eigentlich sagen diejenigen, die gläubig sind, wir sind doch alle Gottes Kinder. Macht der lieber Gott Unterschiede in diesen Kindern oder anderen? Macht ein Vater oder Mutter Unterschied um seine Kinder? Sind die nicht alle gleich bei ihm? Leben. Liebe Freunde, werde ich euch sagen, weil ich nehme an, die hier stehen, die kann ich Freunde nennen. Leben ist eine feine Sache. Aber nur dann, wenn man damit das Richtige macht. Jeder hat Recht auf Leben. Jeder hat Recht auf Arbeit. Und wenn der Tag kommen wird, wir müssen Goodbye sagen, dann werden wir das tun. Genießt das Leben. Ich hoffe, dass ihr wird von dieser Vereinigung das Beste machen. Dankeschön für das Zuhören. Lieber Abba, vielen Dank für deine bewegenden Worte. Ich möchte jetzt den Charlie Freller bitten, auch noch ein paar Worte an uns zu richten, bevor dann der Andreas Brügel auch noch einige Sätze zu uns spricht. Lieber Abba, lieber Lutz Quester, lieber Herr Brügel, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie auch Stadträte Kriegelstein und andere hier, ich verzichte eigentlich auf die wohlgeformte Rede, die ich dabei habe, weil man eigentlich erst das setzen lassen sollte, was Abba Naor gesagt hat. Ich habe Abba Naor kennengelernt, als ich das Amt des Stiftungsdirektors übernahm vor 14 Jahren. In Nürnberg natürlich, wo wir, Andreas Kriegelstein, ihr im Stadtrat, hier wirklich euch mit großer Gewissenhaftigkeit darum bemüht, sie zu erhalten. Aber eines, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird die Bautenkammer auch noch in 5 Jahren sanieren. Wertvoll es ist, wenn du zu jungen Menschen sprichst. Tu das bitte weiterhin so. Und das ist ja auch der Grund, warum er jetzt einige Wochen aus Israel gekommen ist, 2-mal geimpft. Es war wichtig natürlich auch, dass wir die Corona-Regel einhalten. Und auch wir haben Hinterlassenschaften, gerade auch in Bayern, wo diese Bewegung ja ausgegangen ist. Und wir sind gerade auch in einer Stadt nicht weit weg, wo die Rassengesetze verabschiedet worden sind. Wo ein Hass geboren wurde, der unvorstellbar war und in der industriellen Vernichtung von Menschen geendet hat. Und deswegen werde ich die Singularität dieser Zeit nicht in Frage stellen. Ob es eine Singularität bleibt, das allerdings wird die Aufgabe von uns und der nachfolgenden Generationen sein. Meine Damen und Herren, wer weltweit sich umschaut, merkt, dass immer wieder Diktaturen hochwuchern, die Menschen verachten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen ist so wichtig, dass dieser Satz nie wieder, vor allem auch für die Zukunft, die Forderung ist, dass es nie wieder so weit kommen darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, passen wir auf, dass dieses Denken nicht weitergeht. Und deswegen ist dieser heutige Tag, dieser 8. Mai, wichtig. Und ich war gestern zusammen mit dem Ministerpräsidenten und der Landtagspräsidentin und Abba Naor war auch dabei in der Aula der Ludwig-Maximilian-Universität, wo die Weiße Rose damals ihre Flugblätter verteilt hat.
in der Hoffnung, dass Deutschland begreift, was hier abgeht. Sie haben mit dem Leben dafür bezahlt, in brutalster Weise geköpft worden. Und an diese Menschen sollte man auch erinnern. Und deswegen, es beißt sich alles in diesen Tagen. Oder am 10. Mai ist die Bücherverbrennung, wo geistiges Vermächtnis bester Art vernichtet wurde und verboten wurde, dass es gelesen wird. Meine Damen und Herren, auf dass dies nie wieder geschehe. Das ist das Anliegen. Und ich darf noch einen Überlebenden, der leider inzwischen vor 3 Jahren, ein Überlebender des KZ, der vor einigen Jahren verstorben ist, erinnern, an Max Mannheimer. Den möchte ich hier noch erwähnen, weil er einen Satz gesagt hat, der mir ein ganz großes Anliegen ist und der uns Demokraten alle vereinen sollte. Und da bin ich auch dem Freundeskreis Lutz dankbar und Ihnen, Herr Brügel, dass Sie das mit Ihrer Stiftung jetzt auch ganz gezielt mit diesem, das als Aufgabe auch in dem Stiftungszweck niedergeschrieben haben. Er hat gesagt, Max Mannheimer, zu den jungen Leuten, ihr seid nicht schuld an dem, was gewesen ist, aber ihr seid verantwortlich für das, was kommt. Und in diesem Sinne rufe ich alle, die hier sind, zur Verantwortung auf für diese Demokratie und danke nochmals besonders Abana Ohr, dass du heute nach Nürnberg gekommen bist. Dankeschön. Ja, verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich darf Sie auch im Namen der Christus-Stiftung herzlich begrüßen. Ich freue mich über die Worte von Herrn Freller. Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Er hat mir vieles auch weggenommen, was ich auch noch sagen wollte. Wir sind froh, dass wir diese Veranstaltung hier, und es ist unsere erste Veranstaltung in unserer Stiftung, begleiten dürfen. Es ist für mich heute sehr aufregend, wenn ich als Unternehmer hier sprechen darf, bei einem Gast, dem Abba Noir, einem so bedeutenden Gast, der uns so viel erzählen kann, ist unsere Rolle nur eine ganz kleine. Wir haben als Unternehmen letztes Jahr beschlossen, dass wir die Anteile oder einen großen Anteil unserer Gesellschaftsanteile in eine Stiftung einbringen und haben eben unter anderem uns auch zum Ziel gesetzt, die Geschehnisse des Dritten Reiches nicht vergessen zu lassen. Das spielt auch etwas mit rein, die Ereignisse, die wir in unserer Familie zu verkraften hatten während des Zweiten Weltkrieges. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Erinnerungskultur an die Verbrechen des Nationalsozialismus und der Shoah weitergelebt wird. Ich darf noch mal ein paar Zahlen sagen. Es waren insgesamt 70 Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben. Und es waren 6 Millionen Juden, die in den Konzentrationslagern ihr Leben verloren haben. Bald wird es diese Zeitzeugen wie dich aber nicht mehr geben und rein demografisch bedingt. Und es wird unsere Aufgabe sein, dass wir dieses Wissen unseren Kindern, unseren Enkelkindern weiterbringen. Und insofern, lieber Abba, bewundere ich dich, wie du im Alter von 93 Jahren noch diese Energie hier einbringst. Du hast zu Hause in Israel eine große Familie, du hast Kinder, Enkel, 10 Urenkel hast du uns erzählt. Und trotzdem... Vorläufig, ja? Vorläufig. 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 Und trotzdem nimmst du dir diese Zeit, hier regelmäßig nach Deutschland zu kommen und an den Schulen deine Erlebnisse zu erzählen. Mein Freund Lutz Wester, mit dem ich über meine Ehefrau weitläufig verwandt bin, hat mich gebeten, ob wir, und das ist ja unsere erste Veranstaltung der Stiftung, diese Veranstaltung begleiten würden als Schirmherren. Und gemeinsam haben wir dann mit dir aber in München ein Gespräch geführt. Du hast vorhin davon berichtet. Es war sicherlich ein Gespräch, das ich in meinem Leben nie vergessen werde.
Es ist ein Wahnsinnsereignis, einen solchen Mann kennenzulernen, der so viel zu erzählen hat und so viel Weisheit mit sich bringt. Und ich darf hier nur einen Satz zitieren, den du genannt hast. Wir haben dich auch gefragt, an was glaubst du denn eigentlich? Und du hast ganz einfach geantwortet, ich glaube an den Menschen. Und diese Antwort ist doch unglaublich. Sie sagt, dass du ein unglaublich großer Mensch bist. Sie zeugt von einer unglaublichen Weisheit, die du in dir mit dich trägst, durch deine Erfahrungen in deiner Kindheit. Und insofern gebührt es, glaube ich, höchste Anerkennung und Bewunderung. Und ich möchte mich verneigen vor dir in Ehrfurcht und Dankbarkeit für das, was du für uns tust. Nun zu dir, lieber Lutz. Du hast ja mehrmals in deinem Leben viel Mut bewiesen. Du hattest den Nachteil, in der DDR geboren zu werden, nach Ende des Krieges, und musstest die Diktatur, die Fortsetzung der Diktatur in Ostdeutschland ertragen. Du hast dich dann mit breiter Stirn dem verbrecherischen Regime in der DDR entgegengestellt und hast deinen starken Willen zur Freiheit über mehrere Gefängnisaufenthalte in DDR-Gefängnissen erkämpft. Auch dir gebührt meine Anerkennung und mein Dank. Und auch jetzt hast du wieder Mut bewiesen, indem du in kürzester Zeit diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hast. Wir haben uns gerade mal mit Herrn Freller, glaube ich, sind 14 Tage her, dass wir uns getroffen haben, haben wir uns dann aber getroffen, und du hast alle Hebel in Bewegung gesetzt, jetzt die Zeit zu nutzen, die aber hier noch in Deutschland verbringt, um diese Veranstaltung durchzuführen. Auch dir gebührt mein Dank und meine Anerkennung. Du bist ein Macher, und solche Leute braucht unsere Demokratie. Jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges. Erstens möchten wir dir, lieber Abba, für deine weitere Heimreise ein kleines Proviantpaket mitgeben, dass du Nürnberg in angenehmer Erinnerung behältst. Bitte. Wo warst du 1944? Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihr Interesse, den Medienvertretern für ihre Berichterstattung, der Polizei, den vielen, vielen Helfern, die in der Kürze der Zeit mir zur Seite standen, um diese Veranstaltung auf die Beine zu bringen. Vielen Dank. Im Anschluss an die Veranstaltung jetzt besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Fotos zu machen. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank.